Hallo Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind bereit, in diesem Gebäude für das Institut Dinge zu tun. Ich würde sagen, wir legen los. Ich will hier wirklich dringend und unbedingt unsichtbar sein. Denn die Bruderschaft findet es im Allgemeinen gar nicht lustig, dass wir hier sind. Ich schieße jetzt erstmal nur ein Kaliber 50 Gewehr. Einfach weil die Nachladezeit damit etwas geringer ist. Man kann damit schneller arbeiten und ich hoffe einfach, dass mir das jetzt gleich ein bisschen hilft. Die Scharfschützenfähigkeit sollte uns auch ein bisschen helfen. Kopftreffer haben wir eine bessere Trefferchance bekommen, wenn wir Watts benutzen. Und das könnte gleich wichtig werden. Ja. Haben wir? Oh Mann. Und wieder unsichtbar. Oh Gott, der ist legendär. Von allen Dingen, die mir gar nicht gefallen, ist das ziemlich weit oben. Na, fast. Fast. Dich nehmen wir noch mit. Ich hasse das. Wir sind hier voll quasi auf dem Serviertisch. Spreng die Leitung sofort! Nein, spreng die Leitung nicht. Wir sind im Aufzug. Wenn du die Leitung sprengst, fallen wir runter. Das ist total beschissen. Sie haben die Stromversorgung der Aufzüge lahmgelegt. Verdammt clever, unser Freund. Okay. Erstens, du kaputt. Zweitens, du kaputt. Dann müssen wir uns heilen, und zwar dringend. Bitte treff, bitte treff. Okay, und nochmal heilen. Passt. Wow. So gut hat das noch nie funktioniert. In früheren Spielständen, wo ich beim Institut war, hatte ich hier mal 12-mal Neuladen oder so vor mir. Diesmal hat es tatsächlich auf Anhieb geklappt. Kaliber 50 und Scharfschützen-Skillung sei Dank. Zum Glück haben wir einigermaßen was getroffen. So, Rüstung des Einsatzgeräts ist unwichtig. SB-Kampfanzug, den werden wir uns nochmal anschauen. Ingenieursrüstung passt nicht für das, was ich vorhabe. Ach ja gut, und das Unsichtbarsein hat mit Sicherheit auch ein bisschen geholfen. Wo wir gerade dabei sind, werden wir erstmal wieder sichtbar. So, wie sieht's aus? Kleidung. SB-Kampfanzug, davon haben wir jetzt zwei. Das heißt, die haben die gleiche Farbe. Das heißt, wir können einen wegschmeißen. Unwichtig erstmal. So, da wir Meisterschlösser knacken können, ist das hier kein großes Problem. Theoretisch zumindest. Also. Ah, sehr gut, hier hätten wir eine Laborstation. Das wäre einigermaßen interessant. Aber bevor ich da runterhüpfe, will ich... Nein, hörst du auf mich zu schieben. Bist du deppert. Ellie, du gehst mir jetzt schon auf den Keks.
Hier gibt es verschiedene Stockwerke. Wir müssen als nächstes erstmal den Strom wieder einschalten. Letzten Endes müssen wir runter, das ist ganz klar. Aber bevor wir da runtergehen, will ich natürlich erstmal hier oben alles untersuchen. Denn wenn wir irgendwo runterspringen, ist nicht gesagt, dass wir auch wieder hochkommen. Und wenn wir dann hier oben irgendwas verpasst haben, dann ärgere ich mich ohne Ende. Zum Beispiel so ein Laborschlüssel, den sollten wir vielleicht mitnehmen. Eventuell wird der nochmal irgendwann nützlich. Das hier ist außerdem eine Mission, bei der Meister Hacken wahnsinnig nützlich ist. Die macht es einem später sehr viel einfacher, aber einfach kann jeder. Deshalb würde ich sagen, wir machen erstmal so weiter. Außerdem ist es jetzt keine Option, dass wir so viel Intelligenz und Hacking skillen. Da fehlen uns ganz einfach Level ohne Ende. Aber ihr seht schon, wir müssen erstmal da drüben hin irgendwo. Wenn ich jetzt runterhüpfe, komme ich hier nicht mehr hoch. Da habe ich mich beim ersten Mal, als ich hier war, ewig geärgert und verlaufen und gefummelt. Oh, das ist nützlich. Und es muss ja nicht sein. Man muss es hier nicht unnötig schwer machen. Mal wieder ein Fall von schau einfach mal auf die Karte und hab die mit Questgeschichte richtig eingerichtet hier. Interessant, was hier alles rumliegt. Ja, schade. Ich hatte auf noch einen Comic gehofft, aber ja, das wäre dann wahrscheinlich zu viel des Guten. Das Terminal ist hinüber. Sieht aber fast so aus, als wären wir hier richtig. Aufzug sollte wieder Saft haben. Ja, aber Aufzüge sind doch langweilig. Findest du nicht auch? Wenn wir... Ach, das war falsch. Okay. Wenn wir jetzt schon hier sind... Ah, da haben wir was. Könnten wir überlegen, ob wir das manuell machen. Yes! Die Munition findet man selten. Und sie gehört zu einer Waffe, die mich mal wirklich interessieren würde. Das könnte unser neues Scharfschützengewehr werden. Na, mal gucken. Okay, wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt die Möglichkeit. Wir fahren entweder mit dem Aufzug weiter, kommen dann irgendwann da unten an. Oder aber... Wir hüpfen da hinten irgendwo ein Loch runter und gehen dann manuell, aber... Grundsätzlich will ich schon alles sehen und mitnehmen. Ellie, du kommst nach. Hoffe ich doch. Ach, bin ich auch nicht schlimm. Stehst du mir schon nicht im Weg rum? Allgemein ist es ruhiger, als ich dachte. Die können sich nicht vor uns verstecken. Sie wollen sich nicht vor euch verstecken. Ich sag's euch. Unsichtbare Scharfschützen sind die Hölle. Aber wie lange wir gebraucht haben, bis wir so weit waren. Hey, Gunner, Wachbekleidung. Ah, da konnten wir nichts an die Beine ziehen. Ich erinnere mich, die haben wir schon mal gehabt. Ah. Das ist ein schwarzer Kampfanzug. Den nehmen wir einfach mal mit. Mit Taschenkampfrüstung, mit Taschengedöns, aber nichts, was auch nur annähernd so gut ist wie unser legendärer Kram. Okay, das ist noch immer buggy. Das finde ich so blöd, wenn der Charakter unsichtbar ist, dass dann alles so verschoben, farblich nicht mehr passend und so weiter. Naja, besser als das Schweinchenrosa. Ich denke, so können wir mal eine Weile rumlaufen, oder? Nicht. Oh. Die Sache mit den Gunnern spricht natürlich dafür, dass die Bruderschaft den Laden ebenfalls erstmal freimachen musste. Ah, das ist schon der Aufzug
in den Keller dann. Oh, dann könnten wir das hier wirklich schnell erledigen. Oder wir machen es einigermaßen anständig. Gunner-Harnisch. Da bin ich mir fast sicher, dass wir alles unterkriegen. Aber wir laufen halb nackt rum. Das muss ja auch nicht sein. Irgendwann kommt der Winter. Wie die Starks immer behaupten. Und dann erfrieren wir. Nee, nicht so toll. Da draußen ist was. Doch, 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 kriegen wir hin. Na also. Diese Unsichtbarkeit ist so klasse. Ich würde ja sagen, das wäre total pappnasig. Aber das trifft es noch nicht ganz. So, lass mal gucken. Hier drüben war im Erdgeschoss noch irgendwas. Aber da kommen wir von der Seite erstmal nicht hin. Doch, kommen wir. Aha. Die Tür schauen wir uns gleich an. Eins nach dem anderen. Ich will ja, wenn es geht, alles wenigstens mal angucken und sehen, ob ich hier irgendwas Interessantes... Das gefällt mir überhaupt nicht. Wohl doch nur Fehlalarm. Was? Du machst mich total kirre. Okay, direkt über uns ist einer. Und der hat gehört, dass wir hier laufen. Oh, Wandtresor. Nehmen wir mit. Keine Ahnung, was drin ist. Werden wir hoffentlich gleich sehen. Ungefähr hier. Ein bisschen mehr vielleicht noch. Nein, ein bisschen weniger. Na also. Cool. Jede Menge Munition. Fusionszellen sind besonders toll. Ach, Impro. Kaliber 50 können wir gebrauchen. Da habe ich in letzter Zeit ein bisschen was verballert. War aber auch notwendig. Die Bruderschaft lässt sich hier nicht weg überreden. Dass wir es hier beschwören können. Du schwörst? Die Lötlampe nehmen wir mal mit. Da ist Öl drin, genauso wie in der Messinglaterne. Diesen ganzen Ölkram können wir natürlich jederzeit gebrauchen. Die Armeeuniform kann man natürlich auch drunter ziehen. Ich höre schon den ganzen Tag Sachen. Naja, ich erzähle auch schon den ganzen Tag Sachen. Ich glaube, dieser SB-Anzug ist besser als die Armeeuniform. Können wir mal... Kampfbereitschaft aufgehoben. Können wir gleich mal gucken. Was kann denn dieser SB-Anzug? Er ist sehr leicht, das hilft uns beim Schleichen und ansonsten hat er miese Resistenzen. Aber man könnte sich überlegen, den aufzurüsten. Dazu bitte macht die wenigstens anständig. Na also, dazu müsste man gucken, dass man hier einen Rüstmeister macht. Stärke können wir so überhaupt nicht gebrauchen. Bevor ich Stärke skill, wollte ich eigentlich ein bisschen was in Ausdauer investieren, weil hier Lebensspender wirklich, wirklich gut ist. Nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Wenn man das auf Level 3 hat, regeneriert man Gesundheit bis zu dem Punkt, an dem man verstrahlt ist. Das heißt, wir hätten fast immer volle Körperkraft. Was grundsätzlich schon richtig toll wäre. Was zum Teufel? Also ich weiß, da drüben war noch irgendwo einer. Macht sie alle platt! Hä? Okay, vom Vorgehen würde ich sagen... Gunner. Das war nicht so unbedingt die feine Englische. Hier direkt das Feuer zu öffnen und so. So gar nicht. Na, schauen wir mal, was hier oben sonst noch ist. Ein Einzelner wird doch nicht so einen Aufstand machen, oder?
Aber doch. Wie blöd kann man sein? Ja, der Typ ist ein Spüllappen. Ziemlich blöd offensichtlich. Schade das. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der noch ein bisschen was Besseres dabei hat, aber nö, sollte wohl nicht. Raketen, Raketenwerfer. Ah, die Sachen nehme ich eigentlich nicht gerne, aber ich weiß halt noch, was kommt. Da wäre schweres Geschütz wünschenswert. Nee, wir hatten gesagt, keine Geschütze. Und es wäre doch blöd, wenn wir dann die Geschütze in den Situationen nehmen, wo der Rest nicht klappt. Dann könnten wir auch immer mit Geschützen spielen. Wobei ich sagen muss, ein Gatling-Laser macht schon eine Menge Spaß. Was? Ah, wieder über uns. Ja, irgendwas läuft nicht so ganz mit dem Schleichen. Wir sind eigentlich, was das Schleichen angeht, sehr, sehr gut. Aber durch unsere Rüstung, nehme ich an, werden wir trotzdem zu sehr gehört. Da müsste man... Ich halluziniere wohl. Wer ist da? Da müsste man seine Rüstung noch ein bisschen anpassen. Wer ist da? Ich hätte schwören können. Was war das? Ich halluziniere wohl. Ja, Schalldämpfer auf Kaliber 50, Scharfschützengewehr. Und unsichtbar beim Schießen. Noch viel pappnasiger geht's gar nicht mehr. Aber ist gut. Alles, was mir hilft, die Bruderschaft klein zu machen, ist mir herzlich willkommen. Keine Wachtbekleidung. Nützt wieder nichts. Und du könntest Zeug dabei haben, das nützlich ist. Naja, ein paar Kronkorken. Besser als nichts. Nee. Aber immerhin, das ist ein Einsteigerschloss. Da bewegt sich's ein bisschen. Das heißt, ungefähr hier legen wir es auf. Schön. Okay. Kampfrüstung, Harnisch. Die Resistenzen sind gut, aber dann sind wir halt nicht mehr unsichtbar. Nö, brauchen wir alles nicht. Brauchen wir auch nicht. Haben wir schon Vergleichbares. Schauen wir nochmal einen Stockwerk nach oben. Wie gesagt, ich will mir alles angucken und wenn es geht, nichts vergessen. Oh, legendär. Wer ist da? War wohl doch nichts. Der Legendäre könnte interessant werden. Der sitzt hinter Glas. Ziel entdeckt! So, jetzt aber Kopf, Kopf und nochmal Kopf und dann haben wir es, oder? Na also. Mit dem einmal verfehlen hatte ich gerechnet. Das zweite ist mutieren, das dritte ist tot. Deshalb habe ich ja drei genommen. War alles geplant. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Nehme ich mit. Okay, ich glaube, das Ganze läuft tatsächlich jetzt gegen Ende doch noch auf eine Watt-Skillung raus. Ihr merkt schon, gegen Ende ist Watt immer stärker. Und jetzt stellt euch mal vor, wir wären von Anfang an auf Glück gegangen mit Watt. Damit kann man unglaubliche Dinge tun. Erstmal ist der noch nützlich, weil er immer wieder auftaucht. Dann, mega kritische Treffer, weil wenn man viel mit Watts arbeitet, hat man viele kritische Treffer und die machen unglaublichen Schaden. Und hier unten, dass man die Aktionspunkte wieder voll aufgefüllt kriegt, wenn man jemanden erledigt, ist fantastisch. Mehrere kritische ansparen, dann kann man Legendäre super wegrotzen.
jeder Treffer, den man im Watz macht, hat die Chance, die kritische Leiste sofort komplett zu füllen. Das ist toll, wenn man eine Pistole hat mit sehr vielen Schuss im Watz. Dann mit diesen ganzen Extraktionspunkten und dass sich das schneller auffüllt. Action Boy als Fähigkeit. Da kann man so viel unglaublich wüstes Zeug mit anstellen. Was zum Teufel? Was war das? Warte! Was war das? Ihr seid jetzt unter mir. Wie kann denn das sein? Nee, ihr seid über mir. Das kann durchaus sein. Da stimmt was nicht. Sehe ich ähnlich? Dann machen wir das wieder stimmig. Kampfbereitschaft aufgerufen. Jetzt bräuchten wir kurz einen Stealth Boy, dann können wir getarnt in die Ecke laufen, bleiben einfach, wo wir sind, sind weiterhin unsichtbar und... Wer ist da? Aber nö. Du bist erledigt. So, jetzt sitzen wir in der Ecke, sind unsichtbar. Da drüben ist nochmal einer. Das lohnt noch nicht. Gleich Hammers. 47 ist nicht gut. Erwischt! Finde ich auch. Dass ich dich erwischt habe. Wow. Also ich habe keine Mod am Laufen, die das Ganze blutiger macht. Das ist alles so Basis. Mein Kopf. Kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Ich stehe das nicht durch. Ja, dann musst du wahrscheinlich aufhören. Teetasse, Keramik. Ja, ich suche immer noch Keramik und Zeug, wenn ich nämlich die Burg ausrüste oder ausbaue. Dann brauche ich jede Menge Zeug für Stromkabel und Gedöns. Und deshalb suche ich immer noch nach diesem ganzen Keramikkram. Da nimmt man natürlich mit, was man kriegen kann. Gunner, Flanellhemd und Jeans. Was kann das? Wirklich miese Resistenzen und nicht mal irgendwelche Boni. Oft hat solche normale Kleidung, ähnlich wie die Minuteman-Kleidung, noch Vorteile. Wie verbesserte Wahrnehmung, Ausdauer und so ein Zeug. Ist im Moment aber nicht. Okay, alles in allem würde ich sagen, wir sind ziemlich fertig hier. Wenn man den Strom nicht wiederhergestellt hat, sondern einfach runterspringt, hat man natürlich etwas mehr Aufwand. Aber das mit dem Strom ist hier nur optional. Man kommt auch ohne einigermaßen hin. Schade. Ich dachte für eine Sekunde, da liegt ein Comic oder irgendwas. Eine Zeitschrift. Aber nö. So viel mal dazu. Okay. Bedeutet, wir müssen ein Stück nach unten. Und noch ein Stück nach unten. Wahrscheinlich noch ein ganzes Stück nach unten. Nur würde ich ungerne einfach nur abstürzen. Ihr seht schon, wir werden ganz schön aufmunitioniert. Wir kriegen jede Menge Munition, wir kriegen Sprengstoffe, wir kriegen Minen und den ganzen Kram. Und das kriegen wir nicht ohne Grund. Und das Finale von dem Ding hier hat es ganz schön in sich. Stellt euch alle fiesen Viecher vor, die wir bisher kennengelernt haben, vor denen ich richtig Respekt oder Schiss habe. Packt die alle zusammen in einen ziemlich engen Raum. Ohne Fluchtmöglichkeit. Und das erwartet uns hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das angehen. Wie wir das überleben. Aber da fällt mir irgendwas ein. Irgendwann. Ansonsten vertraue ich wie immer auf dummes Glück. Wenn ich auch sonst nichts habe, Glück habe ich immer.
Ach, sie ist schon wieder verbuggt. Sie bleibt jetzt effektiv die ganze Zeit nur noch sitzen. Sie steht nicht wieder auf. Hat natürlich den Vorteil, dass sie mir nicht mehr auf den Keks geht. Okay, jetzt haben wir gerade noch mal eine ruhige Minute. Ich würde sagen, für heute mache ich noch mal Feierabend. Ansonsten sind wir schon sehr nah am Ziel dran. Ihr seht, auf gleicher Höhe, 34 Meter, da ist unser Missionsziel. Und das Ziel ist, wie ihr nicht lesen könnt, Reaktorebene. Dort finden wir dann auch das Bauteil. Das heißt, wir sind wirklich nah dran. Jetzt geht es nur noch ums große Finale und die letzten Hindernisse hier. Und dann sind wir mit der Mission eigentlich auch schon durch. Aber das machen wir dann morgen. Bis dahin dann. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.